Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Freitag, dem 26. August. Ich grüße wieder Christian Kämmerer und wir wollen auf den Markt schauen. Heute nochmals im Kontext mit dem Pfund betrachtet, nämlich hier den Euro gegenüber dem britischen Pfund mal im Fokus, der sich hier natürlich recht stark zeigt, vordergründig natürlich durch die Schwäche des Pfunds bedingt. Und fangen wir mal hier vom großen Picture ausgehend an. Sie kennen das aus Webinaren und Sendungen vergangener Natur. Hier 0,70 ein schöner Support aus früheren Jahren, der hier per charttechnischer Glanzleistung zur Stabilisierung führte. Das Währungspaar dann hier mit einer Seitwärtsphase nochmal einem Pullback an dieses Level. Hier dann praktisch ein Stück weit gefangen in dieser Zone zwischen 0,70 rund und 0,74, eben diesen 200 Pips, 400 Pips vielmehr. Und da ging es einige Monate wild hin und her hier im Monatschartintervall. Und dann folgte aber hier der Ausbruch mit dem Start ins neue Jahr und dann hier die Brexit-Kerze vom Juni. Sehr, sehr beeindruckend. Letztlich auch die diversen Abwärtstrends hier durchbrochen. Hangelt sich aktuell hier am oberen Bollinger Band entlang. Das untere Bollinger Band öffnet sich auch noch. Das spricht eigentlich hier für eine weitere Zunahme der Bewegung. Erstes Ziel mit Ausbruch aus diesem Trend und mit Touchierung dieses Bollinger Bandes war, und da können Sie sich vielleicht auch daran erinnern, hier das Level um 0,8760, das sind hier praktisch die Hochpunkte, die Spikes hier aus 2013. Das ist hier nahezu fast erreicht worden während dieses Handelsmonats. Nichtsdestotrotz wartet im Prinzip auch sogar hier schon ein Stück weit höher die Marke von 0,90, 0,91, was mir hier als nächstes Ziellevel auf jeden Fall ins Auge fällt und auch dabei erreichbar scheint. Sollte sich das Momentum eben hier weiter fortsetzen, und wir hatten ja gestern das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar schon unter die Lupe genommen und festgestellt, dass ja, übergeordnet die Situation unter 1,35 speziell nicht gut aussieht, 1,40 auch nochmal ein massiver Widerstand. Also da muss man schon mal sehen, was abgeht. Letztlich die aktuelle Monatskerze ein Stück weit von Ernüchterung geprägt. Heute auch ein schwacher Tag beim Euro gegenüber dem britischen Pfund, und auch mal aufgepasst, meine lieben Zuschauer, heute hier am Freitag die Daten aus Great Britain. Ja, also wir haben hier das Bruttoinlandsprodukt, obgleich zweite Veröffentlichung, insofern dürfte es hier keine Überraschung geben, aber Unternehmensinvestitionen und Dienstleistungsindex sind eben hier Konjunkturdaten, die das Pfund zumindest ab 10:30 Uhr durchaus in Wallung bringen könnten und natürlich dann hier auch ihren Einfluss auf den Euro ausüben. Beim Euro gegenüber dem britischen Pfund, wohlbemerkt. Und da haben wir die Situation, wir gehen mal in den Tageschart an der letzten Analyse. Da hat es nicht ganz gelangt, hierfür nochmal einen Touch dieser Unterstützung. Aber mit relativ überschaubarem Risiko war die Idee, dann hier reinzugehen und die letzten Hochs zu attackieren, sogar darüber hinaus rauszuschießen. Letztlich das Abholen hier im Bereich um 0,83 klappte nicht, aber der Preis entwickelte sich schlussendlich nach oben, lief hier formidabel eben entsprechend in Richtung 0,87, 0,88, hat sich dann aber, wie gesagt, jetzt in der letzten Tage erschöpft. Jetzt sehen wir eben hier die Schwäche, auch heute hier diese schwache Kerze bislang. Und da will ich auf die FTSE-Vektorlogik eingehen. Es deutet sich heute eine weitere Schwäche an. 10:30 Uhr, die Zahlen können natürlich alles verwerfen, aber die Statistiken, die Tendenzen, die zeigen hier heute beim Euro gegenüber dem britischen Pfund ein negatives Pattern an. Ja, da sehen wir hier eine entsprechende Konstellation, hier die weiße theoretische Kerze anhand der abgeleiteten Bar-Pattern, die sich hier in der Vergangenheit entwickelten. Und da gab es eben hier eine Trefferquote von knapp 70% bei 115 Erscheinungen während der letzten 16, 17 Jahre. Und ja, im Prinzip hat man hier mit einem Verlust von 0,5%, 0,46% zu rechnen. Das Tief hier im Bereich 0,8489 kristallisiert sozusagen als Vorausschau aus Kristallkugel. Ob es so kommt, das muss man mal sehen, aber zumindest hier von der FTSE-Vektorlogik auch eine bärische Tendenz. Dazu passt in Anführungszeichen der leicht schwächere Tag. Wir haben heute hier mit 49% positiver Schlusspreise, ja, letztlich gesehen keinen massiven negativen Tag, aber es ist eben unter 50%. Insofern findet hier der Bias Einfluss, dass das negative Pattern auch eine Bestätigung finden könnte. Allerdings sollte es hier auch nicht zu einer mega großen Korrektur reichen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Markt hier, also der Euro gegenüber dem britischen Pfund, das britische Pfund vielmehr hier exorbitant auftritt. Ich kann mir insofern nicht vorstellen, dass wir hier nochmals Richtung 0,83 laufen, auch weil, wenn wir hier mal die Trendlinie jetzt mal ein Stück weit anpassen, sehen wir hier einen schönen Impuls, eine schöne Tendenz, die man hier wirklich per Trendlinie gut einfangen kann. Versuchen wir mal einen Trendkanal draus zu machen, wird nicht ganz klappen. Sehen Sie hier, die Auflagepunkte der Kerzen hier vom Juli sind zu hoch. Ansonsten könnte man hier auch so eine Parallelverschiebung sogar mal einstellen. Sei es drum, ich denke,
Der Preis, wenn er denn auch heute ein Stück weit zurückkommt, ist relativ gut abgesichert hier bei den Hochs dieser Kerzen und dann eben im Kontext dieser Unterstützungslinie, wenn gleich schräge Trendlinien, Sie wissen, ein bisschen in Vorsicht zu genießen sind, aber hier der Bereich 0,85, 0,84, 70 etwa, hier auch nochmal ein Spike meinetwegen an diese Trendlinie, wenn es denn so sei, da haben wir auch hier den EMA 50 laufen auf Tagesbasis, also letztlich hier eine sehr, sehr schöne Unterstützungsmöglichkeit und sollten wir Schwäche sehen in diesem Bereich, dann wäre das hier durchaus eine Einladung, um hier weiter den übergeordneten Aufwärtstrend zu spielen. Natürlich kann es heute im Zuge der Zahlen auch direkt zu weiter steigenden Preisen kommen. Wir haben ja auch heute noch Janet Yellen. Da muss man eh sehen, wie die Tendenzen sind. Letztlich würde ich jetzt mal hier präferieren, dass der Markt erst nochmal ein Stück weit zurückkommt, sich dann eben hier oberhalb von 0,8470 stabilisiert. Und wenn das nicht tut, unterhalb von 0,84, ja, dann locken mit Sicherheit Preisniveaus bei 0,83. Da muss man dann sehen, ob das dann hier nicht doch eine größere Korrektur werden könnte. Grundsätzlich aber hier der BIAS, wie gesagt, weiter bullisch. Dürfte so sein, dass der Markt hier weiter nach oben aufdreht. Die Ziele haben wir gerade im Monatschart auch besprochen. Das sieht also, wie gesagt, sehr bullisch aus. Kurzfristig allerdings denke ich eben auch speziell für heute wegen der FTSE-Vektorlogik könnte es schwächer werden. Übrigens haben wir hier die Situation, das will ich Ihnen nochmal sagen, dass der Montag ja auch relativ schwach ist, ja, mit 47% positiver Schlusspreise daherkommt. Also insofern, wenn es heute schwächer wird, könnte es auch dann zu Beginn der nächsten Woche rein statistisch auch nochmal ein Stück weit nach unten gehen. Und das soll es dann aber auch heute schon gewesen sein, meine lieben Zuschauer. Ich hoffe, ich konnte Ihnen hier wieder ein paar Einblicke liefern, ein paar mögliche Chancen aufzeigen. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen erfolgreichen Resthandelstag, einen guten Ausklang hier dieser Handelswoche. Mal abwarten, was Janet Yellen hier am Freitag Nachmittag mitteleuropäischer Zeit so posaunt und was dann da noch passiert, gerade wenn die Märkte sich dann eben ins Wochenende begeben. Ich sage Ihnen erstmal, wie gesagt, schönes sonniges Wochenende. Auf bald, Ihr Christian Kämmerer. Bis Montag und dahin. Ciao.